Ich finde die Lichtenberg-Schule toll, weil wir im Vergleich zu anderen Schulen ein unglaublich schönes Schulgelände in der Natur haben. Ich finde die Lichtenberg-Schule toll, weil wir viele verschiedene AGs haben. Ich finde die Lichtenberg-Schule toll, weil wir G9 Schule geblieben sind. Ich finde die Lichtenberg-Schule toll, weil wir viele coole Experimente machen können. Ich finde die Lichtenberg-Schule toll, weil sich die Schule in den letzten Jahren enorm entwickelt hat, was den Umbau angeht, was die Modernisierung angeht. Und ja, mit den ganzen Smartboards ist einfach klasse auch für die Schüler. Ich finde die Lichtenberg-Schule toll, weil man hier auf seinen verschiedenen Niveaus durch die A-, B- und C-Kurse gefördert wird. Ich finde die Lichtenberg-Schule toll, weil ich seit der 5. Klasse hier bin und mein Abitur gemacht habe. Ich finde die Lichtenberg-Schule toll, weil hier Film unterrichtet wird. Wir finden die Lichtenberg-Schule toll, weil wir schulseitig sein können. Ich finde die Lichtenberg-Schule toll, weil alle Lehrer so nett sind. Ich finde die Lichtenberg-Schule toll, weil wir Kulturschule sind. Ich finde die Lichtenberg-Schule toll, weil unser neuer Sportplatz so schön ist. Wir finden die Lichtenberg-Schule toll, weil wir hier Twister spielen können. Wir finden die Lichtenberg-Schule toll, weil wir gut auf Berufs- und Studium vorbereitet werden. Wir finden die Lichtenberg-Schule toll, weil wir unsere Zukunft erleben. Ready? Steady? Go! Also, liebe Alice, es ist mal wieder Zeit für eine Geschichte. Möchtest du denn eine aus dem Wunderland hören? Um was geht's denn da? Ach, im Wunderland, da trifft man auf ganz viele... Ah, zu früh! Sehr schön. Vorne anzufangen, also im Wunderland, da trifft man auf ganz viele interessante und lustige Gestalten. Da trifft man auf Katzen mit super breitem Grinsen. Also, möchtest du die Geschichte hören? Hallo, guten Morgen zusammen. Guten Morgen, Frau Pfeiffer. Schön, Sie zu sehen. Schön, dass ihr da seid. Heute gibt es eine besondere Aufgabe für euch. Wenn ihr euch noch zurückerinnert an den ersten Schultag hier an der Georg-Christoph-Lichtenberg-Schule, so ist ja schon eine Menge Zeit vergangen. Mittlerweile seid ihr schon ein Dreivierteljahr bei uns. Und ihr sollt jetzt gleich
einmal in den Tischgruppen überlegen und alle Dinge aufschreiben, die euch hier an der Schule wichtig sind. Wichtig, damit ihr jeden Tag gerne zu uns kommt. Hallo, ich habe euch gar nicht gesehen. Schön, dass ihr da seid. Ich bin Leonie und in der 5. Klasse auf der Lichtenbergschule. Mein erster Schultag, der war total aufregend, obwohl ich ganz schön nervös war. Alles begann in der Bücherei, als ich mir gerade ein Buch ausgeliehen habe. Gewinnt. Bei mir sieht's gerade nicht so gut aus. Schachmatt. Hi, ich bin Juni und neu an der Schule. Ich bin der Joel. Hi, ich bin Daniel. Und wie gefällt es dir so an der Schule? Eigentlich weiß ich noch nicht so viel über die Schule. Ja, also die Schule gibt es seit 45 Jahren. Wir haben hier 1200 Schüler, 85 Lehrer und ein neues Gebäude. Unsere Schule hat so viel zu bieten, einfach unglaublich. Wir haben sogar einen Schüleraustausch nach Italien, Irland, Australien und Belgien. Ja, und wir haben sogar ein Film- und Tonstudio. Wir haben sogar eine Schülerfirma, eine Schülerzeitung, Streitschlichter und Hausaufgabenbetreuung. Ja, und wir haben sogar eine Bläserklasse und eine MINT-Klasse. Wir haben die Schulband, wir haben Schulorchester, zwei Big Bands. Wow, das ist ja cool. Und wenn du Hunger hast, kannst du ins Schulkiosk oder in die Mensa gehen. Das Essen schmeckt richtig geil. Und wenn du gerne ins Theater gehst, gibt es die Theater AG und darstellendes Spiel. Ich liebe es, auf der Bühne zu stehen. Komm, ich zeig dir die Schule. Oh ja, gerne. Okay, ciao. Ciao. Tschüss. Ciao. Ja, das ist unsere Bibliothek hier. Wir haben hier Brettspiele, Bücher zu jedem Thema und kannst du für die Schule benutzen, auch zu Hause kannst du die ausleihen. Wir haben hier CDs, DVDs, kannst du dir alle angucken und anhören. Und wir haben auch Computer mit Internet, die kannst du benutzen auch hier für die Schule, für die Freizeit. Und ja, das kannst du hier total viel machen. Und was gibt es noch alles in der Schule? Komm mit, ich zeig's dir. Das ist der Wasserspender. Der ist für uns Schüler da, damit wir in der Pause was zu trinken haben. Da können wir uns immer Wasser abzapfen. Da gibt es Sprudelwasser, da gibt es auch stilles Wasser. Und das ist echt eine Seltenheit hier in der Schule. Das hat nicht jeder. Gibt da auch Cola? Ja. Echt jetzt? Ja. Komm, ich zeig's dir. Hallo ihr beiden. Schön, dass ihr da seid. Ihr wolltet ein bisschen was erfahren über den BPU-Bereich. Bei uns wählen die Schüler in der 7. und in der 9. Klasse BPU. Ganz viele Fächer gibt es da. Französisch, Latein, Biologie, Humanbiologie, Zoologie, auch Film ist dabei oder Informatik und auch Arbeitslehre. Und im Arbeitslehrebereich, da muss man nicht nur
Köpfchen haben, da kann man praktisch arbeiten. Da kann man zum Beispiel in der Küche kochen lernen. Im Computerraum lernt man mit Programmen umgehen. Textiles Gestalten ist sehr schön. Und dann auch hier im Technikbereich. Und da sind wir ganz stolz auf unsere schöne Werkstatt, die wir haben. Die ist wirklich wunderbar. Ich zeige sie dir mal. Hi Kilian. Hi Na, Joel. Das ist die Leonie, ihr zeigt gerade die Schule, ich habe aber jetzt gleich Unterricht. Kannst du hier weiter die Schule zeigen? Aber klar doch. Hallo Leonie. Hi. Hallo Leonie. Hi. Viel Spaß, gell? Danke. Hast du Lust, ins Biotop zu gehen? Ja, cool. Dann komm. Hallo Frau Damasu. Hallo Kilian, wie geht's dir? Gut. Gut? Ja. Du bringst mir jemanden mit? Ja, das ist Leonie, unsere neue Schülerin. Fühlst du dich wohl in der Schule? Ja. Können Sie uns was über das Biotop erzählen? Aber natürlich. Wie du siehst hier, wir haben unsere... Guck mal, der fühlt sich ganz wohl da. Ja. Wir haben unsere Maskottchen, Nörgi. Das ist ein von unseren, ich denke, 7 Hasen haben wir jetzt. Ja. Wir haben auch 12 Hühner und Hennen. Und seitdem haben wir in unsere 2 AGs, so Tiergarten AG und Biotop AG, wir haben 52 Schüler, die mitmachen. Man kümmert sich natürlich um die Tiere, man macht den Käfig sauber, man füttert die Tiere, aber man hat auch riesen Spaß, ja, riesigen Spaß mit den Tieren und auch zusammen zu sein, ja. Dann Leonie, ich wünsche dir alles gut und du bist hier willkommen. Ja, ja. Tschüss. Tschüss. Danke, tschüss. Nörgi. Oh, habt ihr Nörgi gesehen? Er wollte Tschüss sagen. Tschüss, Nörgi. Bis nächstes Mal. So eine Tomate. Vielleicht nicht. Und immer zumachen. Wir gehen jetzt zu unserem Schulleiter, dem Herrn Pilkram. Der ist ganz nett. Der hat 2 Kinder. Herein. Hallo Herr Pilkram, das ist unsere neue Schülerin Leonie und sie hat ein paar Fragen an Sie. Haben Sie kurz Zeit? Klar habe ich Zeit. Hallo Kilian, hallo Leonie. Kommt rein, setzt euch. Sie haben ja auch Kinder. Würden Sie Ihre Kinder auf unsere Schule schicken? Ja. Sofort. Ich würde meine Kinder in jedem Fall hierher schicken, weil die Georg-Christoph-Lichtenberg-Schule ist eine Schule, an der sich Kinder und Jugendliche in meiner Wahrnehmung sehr wohlfühlen können. Warum können sie sich hier wohlfühlen? Was zeichnet die Schule aus als Wohlfühlschule? Zuallererst sind das die Lehrerinnen und Lehrer. Was ich sehe hier an dieser Schule ist, dass wir Kolleginnen und Kollegen haben, die Kinder wertschätzen können, die sich als Pädagogen verstehen, die verstehen, dass sie als Hauptaufgabe die Kommunikation und die zwischenmenschliche Interaktion mit den Kindern auf ihrem Programmzettel stehen haben. Dann haben wir aber auch ein unglaublich schönes Gelände, wie ich meine, einen großen grünen Campus. Man guckt von fast allen Klassenräumen, ganz wenigen Ausnahmen abgesehen, gucken wir ins Grüne. Wir sind hier oben auf dem Berg, haben einen weiten Blick von ganz vielen Punkten aus unserem Gebäude. Auch das ist, glaube ich, für die Seele was ganz Wohltuendes, dass man sich wohlfühlen kann, wenn man ins Grüne guckt und nicht auf irgendwelche Mauern wie auf Stadtschulen, wo man ständig auf die nächste Hausnummer schaut. Deshalb fällt es auch gar nicht so auf, dass wir so eine große Schule sind, weil wir eben halt die 5er und 6er haben ihren eigenen Bereich, wo sie auch spielen können. Die Oberstufe hat ein eigenes Gebäude, die 11. Klassen haben ihr eigenes Gebäude. Das macht viel von dem Wohlfühlcharakter auch aus. Und dann, und da fällt mir immer wieder das Zitat eines italienischen Erziehungswissenschaftlers ein. Der hat gesagt, der Raum ist der dritte Pädagoge. Also neben den Schülern, die von sich untereinander lernen, ist der erste Pädagoge. Der zweite Pädagoge ist der Lehrer selbst. Und der dritte Pädagoge ist der Raum. Wir haben eine schöne Farbgestaltung. Das heißt, wenn man ins Gebäude reinkommt, ist Licht da, ist es Farbe da, ohne dass es aber zu verspielt wird. Auch das ist alles ganz wichtig, um sich wohlzufühlen. Weil da, wo ich mich wohlfühle,
da kann ich auch gut arbeiten. Das geht den Erwachsenen wie den Kindern ganz genauso. Wenn ich mich wohlfühle, bin ich bereit, Höchstleistung zu bringen. Und deshalb ist es so wichtig, eine Wohlfühlschule zu sein. Was wollen Sie in Zukunft noch verändern? Wir haben in den 3 Jahren haben wir unglaublich viel gemacht. Also wenn ich mir das mal vor Augen führe mit dem gemeinsamen Lernen und so weiter, die ganzen Projekte, die wir initiiert haben. Jetzt ist es ganz wichtig, nach diesen wirklich ganz grundsätzlichen Veränderungen in der Schule auch, ja, man nennt das so eine Verstetigung, dass man das, was man geschafft hat, das, was man verändert hat, auch langsam sozusagen bei allen in den Alltag einfließt. Dafür muss man sorgen. Konsolidierung heißt das. Und das ist jetzt ganz wichtig, dass wir uns in einer Phase befinden, in der wir uns konsolidieren, in der wir eine Kontinuität aufbauen mit unseren Entscheidungen, auch des gemeinsamen Lernens zum Beispiel. Und deshalb habe ich für die Zukunft, auch in Rücksprache mit der Schulgemeinde, haben wir keine ganz großen Veränderungen auf dem Plan. Aber wenn man sich treu bleiben will, ist immer eine Dynamik drin. Wir haben zum Beispiel die Kulturschule, davon verspreche ich mir relativ viel. Aber nicht an grundsätzlichen Veränderungen, sondern an Veränderungen, die das bestätigen, wofür wir uns entschieden haben. Nämlich eine Schule für alle zu sein, in der wir gemeinsam lernen wollen, in der jedes Kind gefördert wird, in der jedes Kind gefordert wird und den höchstmöglichen Schulabschluss für sich erreichen kann. Und das ist das, was uns verbindet. Also ich fühle mich hier richtig wohl. Das freut mich, Leonie. Das freut mich wirklich sehr. Thank you.
Buongiorno, io vengo dall'Italia. Sawadee khap, omaccia muntai. Buona giornata, io vengo in Romania. Kami hadirka, ana avir tramati. Wissen wollt, dann geht auf www.gcls.de. Ich hoffe, euch hier zu sehen. Tschüss!